In diesem Video zeigen wir dir gleich zwei neue Maschinen von Flex. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und begrüße dich zu einem neuen Video. Heute siehst du mal wieder die Firma Flex und der Micha von Flex stellt dir zwei neue Maschinen vor. Mal gucken, was das ist. Wir schalten rüber. Ich fange jetzt einfach mal an mit. Ich mache hier mal einen Anstrich. Im rotativen Arbeitsverfahren. So, und jetzt der besondere Clou. Wir haben hier ein Schnellwechselsystem. Und ich packe hier jetzt einfach mal den exzentrischen Aufsatz drauf. Also in dem Fall hier haben wir einen 12 mm Hub. Es gibt auch noch einen etwas kleineren zum Schleifen. Also ich habe das jetzt hier zwar rotativ betrieben, aber ich kann auch mit einem 3 mm Hub meinen Anschliff setzen, ja, in entsprechender Größe. So, wir nehmen hier die Schleifpolituren, ein hartes Pad, in dem Fall hier die Cutmax von Sonax. Maximaler Schleifgrad, mittlerer Glanzgrad. Und geben Gas. Ich gehe jetzt hier mir auf maximale Drehzahl, maximale Leistung. Ich kann auch tatsächlich ein bisschen drücken. Wir reden hier immer noch von einer freilaufenden Exzentermaschine, also nicht zwangsgetrieben. Die Rotation entsteht durch ein gegenläufiges Massengewicht. Ja, wir polieren hier unseren Anschliff aus. Ich trage die Politur ab. Jetzt schauen wir mal, ob der Anschliff weg ist. Sieht da, denke ich mal, relativ gut aus, wer das von der Entfernung hier sehen kann. Zweiter Arbeitsgang, wenn überhaupt noch erforderlich. Wechsle ich wieder. So, dann nehme ich hier unsere X0406, mittlerer Schleifgrad, maximaler Glanzgrad. Weicheres Pad und los geht's. Das ist also ganz bequem hier die Maschine zu führen, ist vom Gewicht. Gibt es natürlich auch den einen oder anderen Zweifler, beziehungsweise muss ich auch immer wieder meine Arbeit kontrollieren. Ich entfette hier die Arbeitsfläche, weil die Politur, in der Politur sind ja Emulsionen enthalten, also die ganzen Schleifkörper sind in eine Emulsion gebunden und die täuschen mir dann teilweise auch einen Glanzgrad vor, der unter Umständen gar nicht vorhanden ist. Ich würde sagen, sieht aber gut aus. Ist also relativ einfach zu handeln und eignet sich natürlich für andere Bereiche auch, sei es jetzt hier Holme, Ladekanten. Mit dem kleinen Aufsatz habe ich auch die Möglichkeit, hochglanzpolierte oder hochglanzlackierte Bauteile im Innenraum zu polieren. Ja, ist also wirklich easy in der Handhabe. Akkuwechselsystem, rein ins Ladegerät, neuer Akku drauf und das war's. Preis liegt irgendwo, glaube ich, bei 350 Euro netto, sowas in der Ecke. Beziehungsweise ist dann hier zu erfragen, so im Komplettsystem. Ja, also wer Fragen hat, dann nur zu. Aber noch irgendwas? Unsere Zwangsgetriebene? Habe ich was vergessen? Nein. So, ich war ja vorbereitet, ne? Du hast ja schon Angst gehabt, dass ich hier meinen Einsatz verpasse. Martin hat sich hier schon angekündigt, die neue zwangsgeführte Exzentermaschine. Das heißt, hier wird die Exzenterbewegung auf eine rotative Umlaufbahn gebracht, im Prinzip mit mechanischer Hilfe, Zahnkranz und so weiter. Hat eine sehr gute Abtragsleistung, will ich jetzt auch kurz vorführen. Da geht es auch um den Geräuschpegel der Maschine. Ihr kennt vielleicht auch das Vorgängermodell. So. Auch hier wieder stufenlos regelbar. Ja, ich kann sie hier natürlich auch im Griff halten. Am Akku ist auch sehr gut wieder austariert von der Fläche. Und hier selbst mit der Akkumaschine kann ich auch richtig Kraft aufbringen. Sie geht mir trotzdem nicht in die Knie.
So, relativ einfaches Arbeiten, wie ihr seht. Also ich habe hier keine störenden Kabel, gar nichts mehr, sehr leistungsfähige Maschinen mit einem 18-Volt-Akku. Und über die Standzeiten bzw. Ladezeiten hat der Martin schon berichtet, funktioniert tatsächlich auch in der Praxis. Ich bin ja schon eine Weile mit diesen Maschinen in Zugange. Martin, haben wir noch was? Ich habe ja vorhin gesagt gehabt, den Unterschied zwischen der, Dankeschön, zwischen der XC und XCE, dass man das einfach mal hört, was da geräuschmäßig sich getan hat. Ich denke mal, das Gerät ist vielen, vielen bekannt. Ich bin auf Drehzahlstufe 6, muss jetzt etwas lauter reden. Micha, würdest du mal einschalten? Ist das auch auf Drehzahlstufe 6? Maximale Stufe, ja. Ich glaube, jetzt können wir uns viel besser unterhalten. Ja, also das ist das, was ich gemeint habe. Der große Unterschied liegt halt hier wirklich, Performance ist die gleiche. Ihr könnt das Gerät weglegen, das nehmen. Der Effekt auf der Oberfläche ist der gleiche, nur das muss ich mir nicht mehr antun. Es ist von der Geräuschwiedergabe, wo das Gerät ringt, absolut optimiert worden. Das kann jeder auch gerne mal in die Hand nehmen, wer es möchte dann. Sonst... Du hast ja alles gesagt, oder? Ich denke es auch. Zuschlagen. Gut, dann danke ich euch. Wie gesagt, wenn noch mal Fragen kommen sollten, kommt auf uns zu. Wir sind da. Und jetzt muss ich zu meiner Kollegin ganz kurz gucken. Ja, sind noch da? Also, das heißt, wer möchte, kann bei uns noch ein T-Shirt bekommen als Giveaway für auf den Weg. Also, dann danke ich euch. Danke auch. Das waren die beiden neuen Maschinen. Verlasst euch drauf. Wir werden sie auch hier haben und einfach mal prüfen, was sie in der Praxis so können. Dazu gibt es ein gesondertes Video. Wenn du dieses Video ein bisschen später siehst, guck auch noch mal weiter. Es gibt noch einen Podcast zu dem Thema. Guckst du es gerade jetzt, wo es rauskommt? Schreib deine Fragen in die Kommentare. Die kann ich dann mit Martin Seidler im Podcast besprechen und ihm noch mal richtig auf den Zahn fühlen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bleib sauber. Deine Autolacker.